Ich muss Siva verlassen. Es gibt noch mehr, die ich der Gerechtigkeit zuführen muss. Besonders den, der sich die Schlange nennt. Wie willst du die Männer finden? Aya sucht nach ihnen in Alexandria. Ich muss zu ihr. Sie sagte, sie würde ihren Vetter bei der großen Bibliothek besuchen. Große Bibliothek? Und sie sagte, dass ich dir ein bestimmtes Wort sagen sollte. Serapis. Serapis? Der Gott, den sich Ägypter und Griechen teilen? Natürlich. Verstehe. Und Bayek, tu etwas gegen diesen Bart. Leb wohl, mein Freund. Du sollst mich doch nicht so nennen. Aber du reagierst am schnellsten, wenn ich dich ärgere. Ich bin aufmerksam. Okay, du brauchst eine Pause. Der Animus stößt dich ab. Ich bin okay. Ja, aber deine Nieren nicht. Nimm etwas mehr Cyclosporin, bevor sie versagen. Ja, Schwester Geary. Für dich, Sanitätsoffizier Geary, bitte. Also, wie lief es? Meine Mods funktionieren. Seine Erinnerungen sind vollkommen klar. Wenn das Abstergo nicht überzeugt, mich ins Animus-Projekt zu nehmen, weiß ich auch nicht. Ach, fantastisch! Wen hast du denn da drin? Sein Name ist Bayek von Siva. Nach dem Tod seines Sohnes wurde er zum Mörder. Ist er interessant genug für Abstergo? Fang nicht an. Die werden sich nicht darüber freuen, wie du das angegangen bist. Ich arbeite nicht nach Lehrbuch. Tja, dieses Mal hast du das Lehrbuch verlernt und seine Asche zerstreut. Das spielt alles keine Rolle, wenn du ins Koma fällst. Also los, hol dir das Cyclosporin. Und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Assassin's Creed Origins. Ja, wir sind jetzt hier anscheinend endlich in der realen, in der jetzigen Welt angelangt. Und dann geht's mal los jetzt hier. Du passt doch so schon gut auf mich auf. Selbst vom Hotel aus. Und ich weiß, wie du die Klimaanlage liebst. Hier gibt's anscheinend auch diese ganzen Sachen hier zum Lesen. Das gibt's überall. Sie packt nie genug Snacks ein. Hier kann man ja mit allem interagieren, wie es scheint. Bevor ich hier weitermache, möchte ich mich erstmal umgucken. Die scheinen hier anscheinend in einer... Die scheint hier anscheinend in einer, in so einem Tempel zu sein, in so einem alten... Jetzt ist Bayeks Mumie, alles klar. Der wurde also auch mumifiziert. Tritt er vor am Tag und ich geleite dich heim. Mit wem redest du? Bayeks Mumie. Das ist eine richtige Tratstante. Immer die gleichen Dialoge. Da oben. Aber hier kann ich bestimmt auch später noch hin, also weiter geht's. Achso, dann kann ich in Animus zurückkehren. Ich dachte, dann geht die Story weiter. Dann möchte ich mich doch erstmal hier umgucken. Was kann ich hier alles machen? Das ist bestimmt die, mit der sie sich hier eben unterhalten hat. Abstergo Industries. Historische Forschung. Handbuch für neue Angestellte. Gut, das brauche ich jetzt glaube ich erstmal nicht. Und was waren das da für Herren im Hintergrund? Das ist ja ein wirklich sehr toller PC-Hintergrund. Und Windows 10 ist das auch noch nicht. Ist das hier irgendeine Band? Ist ja auch nicht wichtig, vielleicht erfahren wir ja mehr. Ein halber Balken. Vielleicht erfahren wir ja mehr im Laufe des Spiels darüber. Ich möchte erstmal ganz kurz gucken, bevor ich wieder zurück in Animus gehe.
Kann ich das ausmachen? Generator hält durch. Gut gemacht, Layla. Verdammt, meine Papiere sind überall. Ups, etwas Wichtiges? Ja, die Notizen zum Animus. Naja, ich will mich auch nicht zu weit entfernen. Oh, da kann man rausgehen. Da möchte ich nochmal kurz gucken. Aha. Kann ich mit dem Auto interagieren? Nee, scheint nicht zu gehen. Und ich kann auch nicht hier rumklettern wie Bayek. Ist natürlich blöd. Aber das scheint ja auch hier eine ziemlich weite Welt zu sein. Wenn man das hier alles begehen kann, diese ganze Welt, dann ist das ja nochmal eine ganze Open World. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt hier weiterlaufe, denn die Perspektive ändert sich gerade. Das denke ich auch. Kann ich hier weiter? Nee, hier kann ich nicht mehr weiter. Alles klar. Mal sehen, vielleicht können wir ja im Laufe des Spiels noch dorthin. Denn ich glaube, man kann hier auch mit Fahrzeugen fahren, so wie ich das vorhin in dem Ladebildschirm gelesen habe. Da werden ja immer so Tipps angezeigt. Und da wurde eben was über ein Fahrzeug geschrieben, wie man damit schneller fährt und so ein Zeug. Bin ich mal gespannt, ob das hier dann nochmal diese ganze Welt ist. Das denke ich mal eher nicht, ob man, dass man dann nochmal über ganz Ägypten da rumfahren kann. Aber wir werden es ja sehen. Naja, jetzt erstmal weiter hier im Animus. Hoppala, B gedrückt, weiter geht's. Ich gehe wieder rein. Das ist so krass da. Sei vorsichtig. Assassin's Creed Origins. Jetzt geht's endlich richtig los. Umgebung von Jammu, 48 vor unserer Zeit. Die Geheimnisse der ersten Pyramiden. Und damit sind wir auf dem Weg. Nach Alexandria. Heimat meines alten Freundes Menet. Er wird im Tempel sein. Da ist er immer. Ja, und jetzt geht's also endlich auf nach Alexandria. Wollte ich ja eben schon sagen, aber dann hat er hier immer dazwischen gesprochen. Oh, ist das hier schon Alexandria? Ich möchte mal kurz auf die Karte blicken. Ich habe gar keine Ahnung, wo wir jetzt hier sind. Auf jeden Fall ein ganz anderer Ort. Ah, hier ist Siva. Und all das, was hier unentdeckt... Ich weiß nicht, ob das unentdeckt ist oder ob man da noch gar nicht hin kann, denn da sind ja auch immer diese Trennwände. Und hier ist also das Ganze. Wo muss ich denn überhaupt hin? Da muss ich mal hier gucken. Nebenquests, ach, das ist das, was ich noch gestartet hatte. Ach nee, das ist nicht das, was ich gestartet hatte, nee. Bayeks Versprechen, das war's. Genau, das ist das, wo ist das Hauptquest? Das ist das Hauptquest, genau. Dann mache ich das jetzt mal. Und hier brauche ich ja sogar Stufe 23 dafür, okay. Die Geheimnisse der ersten Pyramiden. Ich glaube, das ist dieses Quest, was man als Vorbesteller kriegt. Kann das sein? Ich glaube, das ist das. Ich habe das Spiel ja vorbestellt. Und Hinterhalt im Tempel. Gut, das werde ich dann sehen. Ich bin ja schon Stufe 8, daher könnte ich das eigentlich machen.
Aber das mache ich später. So, dann geht's jetzt auf zum Nebenquest. Oh Mann. Ich habe die ganze Zeit irgendwas im Hals. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Und warum habe ich eigentlich jetzt wieder dieses scheiß Kamel? Ich will gar nicht dieses Kamel ausgerüstet haben. Hier steht auch, dass ich gar nicht das Kamel als Reittier habe. Das war wahrscheinlich einfach nur wegen der Zwischensequenz. So, mit dem Kamel geht's deutlich langsamer. Deswegen rufe ich mal mein richtiges Reittier. Da ist es. Warum nicht gleich so? Und dann geht's auf jetzt. Das ist deutlich schneller, merke ich jetzt. Hätte ich nicht gedacht, dass das so viel schneller ist, aber... ist schon krass schneller, wenn man hier mit so einem legendären Tier unterwegs ist. Jetzt wollte ich nochmal kurz nachgucken. Bei den Quests, wo ich jetzt überhaupt hinreite. Reise nach Alexandria. Also ist das jetzt hier Alexandria? Moment. Das habe ich ja ganz vergessen nachzugucken. Ja, hier oben ist Alexandria. Alles klar. Da geht's jetzt also hin. Tempel des Sachmet. Was ist das hier? Das ist wahrscheinlich nur so die Randstadt von Alexandria. Oh, das hört sich doch nach einem Nebenquest an, oder? Ah, hier gibt's auf jeden Fall auch einiges wieder zu tun. Ich meine, Alexandria ist ja logisch. Na, da werden einige Parts von Assassin's Creed Origins wieder draufgehen. Nur für diese ganzen Nebenquests und Schnellreisepunkte. Da gucke ich mal gleich, ob irgendwas hier auf dem Weg liegt, ein Schnellreisepunkt. Ah ja, der hier. Oh Mann, ich wollte den doch... Was mache ich denn? Ich wollte den doch markieren. So, jetzt kann ich wieder zurück. Da hinten geht's also hin. Hoppala. Moment, wo ist er? Der Schnellreisepunkt. Ach, hier muss ich hoch, okay. Von dieser Palme, wie es aussieht. Muss ich hier hoch? Es scheint so, oder? Ist das hier wirklich der Schnellreisepunkt? Oder wo ist der, hä? Moment, ach, da hinten ist der. Was mache ich denn? So, Moment, dann steige ich mal wieder zurück hier auf das Pferd. Und reite jetzt zu dem richtigen Schnellreisepunkt. Das war ja jetzt ein bisschen blödsinnig, was ich jetzt hier gemacht habe. Und das ist auch hier ein bisschen blödsinnig. Warum stehen die denn hier alle im Weg, sag mal? Die wollten da beide gleichzeitig lang reiten. Bisschen blöd. Aber ist ja auch egal. Wir sind ja vorbeigekommen. So, ich hoffe nicht, dass das jetzt hier irgendwelche Soldaten hier wieder sind, die mich dann direkt anfallen, aber dem sie scheint nicht so. Sieht jetzt nicht so danach aus. Da fällt mir ein, da kann ich doch gleich mal wieder scannen, denn hier sieht es mir doch sehr stark nach Beute aus. Und wie ihr ja wisst, ich möchte das nicht alles hier liegen lassen. Ich denke, ich habe eine bessere Verwendung als diese ganzen Leute, die hier sonst noch so rumlaufen. Und ich kann auch hier hoch, das ist ja perfekt, dass hier so viele Steine vorragen und dass man da so leicht einfach hochkommt. Finde in der Nähe versteckten Papyrus, okay. Das werde ich dann machen. Und jetzt synchronisiere ich erstmal. Ja, wunderschöne Aussicht hier. Da drüben ist Alexandria und hier sind die ganzen Schiffe. Das war ja ein legendärer Hafen damals, hier der Hafen von Alexandria mit dem ersten richtigen, Leuchtturm, den die ja hatten. War ja überall bekannt. Und jetzt, das wird vielleicht ein Spaß, jetzt hier das Ganze wieder runterzuklettern, obwohl, es geht eigentlich schneller, als ich dachte. Na los, jetzt geh endlich hier runter. Ja, ging doch eigentlich ganz gut. Nicht verfolgte Quests in der Nähe. Moment, kann ich mir das jetzt hier mal angucken? Was waren das denn jetzt für Quests? Ah, hier wird mir... Ach, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Alle Ereignisse abgeschlossen. Habe ich schon 10. Okay, da habe ich noch gar nicht hingeguckt, dass ich das ja hier auch unterteilen kann. Finde in der Nähe versteckte Papyrus. Eigentlich möchte ich das ja jetzt nicht machen. Sondern möchte eigentlich das ganze Hauptzeug machen. Als erstes, bevor ich hier den Rest mache.
Aber hier soll das sein, dieses versteckte Ding. Das mache ich noch, aber dann geht's wirklich nach Alexandria. Und weiter mit dem Hauptquest erstmal. Palla, ich wollte gar nicht schleichen. Und hier irgendwo soll also die Papyrusrolle sein. Oh, ich entferne mich weiter wieder davon. Ich muss hochklettern, sehe ich. Das nimmt immer viel mehr Zeit in Anspruch, als man denkt, diese ganzen Nebensachen, die man hier noch machen kann. Na, geht's hier nicht weiter? Doch, geht weiter. Wunderbar. Mensch, ist das auf dem Dach oder was? Vermutlich nicht. Aber da kann ich durchs Dach. Selbst wenn es nicht hier ist, dann gehe ich mal hier lang. Da ist so ein Vorhang, Überhang. So wollte ich sagen. Und da kann ich mich doch hier perfekt runterfallen lassen. Hoppala, ach Mann, was soll denn das? Kann ich hier hoch? Ey, ich möchte einfach hoch. Er springt immer überall hin. Na, noch eins weiter hoch. Was soll denn das? Geht's nicht weiter? Hallo? Da ist doch eindeutig was, wo er sich festhalten kann, oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Ach Mensch. Dann mache ich das jetzt nicht. Ich habe keinen Bock. Irgendwann werde ich das sowieso alles machen, dieses ganze Nebenzeug. Also scheiß drauf jetzt. So, hier kann ich doch gleich mein Pferd herrufen. Wo das jetzt wieder herkommt? Es kommt echt durch die engsten Gassen gelaufen. Da kann ich doch gleich wieder rausreiten hier. Und dann möchte ich jetzt endlich nach Alexandria, noch 1400 Meter entfernt, und es wird immer mehr, nur weil ich hier rausreiten muss. Mensch, Mensch, Mensch. Aber hier gibt's wirklich eine Menge zu tun. Alexandria und dann noch diese ganzen Nebenstädte hier. Das ist wirklich ziemlich, ziemlich viel. Aber ich denke, um schneller hier voranzukommen, nehme ich mir jetzt einfach mal hier so ein schönes Segelboot. Ich meine, ich bin der Magi. Ich darf das. Also ich bitte doch darum. Das ist ja wohl das Mindeste, was man als Magi verlangen kann. Dass man einfach mal so sich einfach ein Schiff aneignen kann. So, auf geht's. Nach Siva, nach Alexandria. Kann man irgendwie schneller fahren noch? Ich glaube nicht. Ich frage mich, ob man auch diese großen Schiffe da hinten eigentlich übernehmen kann. Das wäre ja was, wenn man dann damit hier so rumkurft. Aber für die kurze Strecke reicht ja auch das. Und auf der anderen Seite kann ich ja dann auch direkt wieder mein Pferd rufen, auch wenn das eigentlich da hinten stehen geblieben ist. Palla, warum lenkt er jetzt hier hin? Ich habe eigentlich weiter in die Richtung gelenkt, aber ist ja auch nicht weiter wichtig. Und was ist da drüben das? Mit dem Ausrufezeichen? Sehe ich das auch auf der Karte? Ah, da wird einer angegriffen. Da oben ist ja wie heißt das gleich? Ich wollte schon Rentier sagen. Aber es ist ja gar kein Rentier, sondern ein Mammut ist es auch nicht. Wie heißt es gleich? Oh, wo ist es hin? Wildes Tier. Oh, Alter, Headshot, nice. Ohne das gesehen zu haben. Ist natürlich nice. So, dann hole ich mir mal schnell noch die Beute. Ihr seht schon, das wird nie was hier mit Alexandria. Aber nice, hartes Leder ist auf jeden Fall am Start jetzt, wenn ich das mal brauchen sollte. Dann habe ich es auf jeden Fall. Und ich kann auch, ich meine, nicht jeder kann von sich behaupten, ein Flusspferd heißt das so, Nilpferd heißt es, glaube ich, ein Nilpferd besiegt zu haben. Das ist doch schon was wert, denke ich mal, das behaupten, nicht nur behaupten zu können, sondern sogar beweisen zu können, mit Hilfe von hartem Leder, das man davon erlangt hat. Das geht wirklich ziemlich schnell hier voran mit dem Boot. Da freue ich mich doch, dass der Wind auf meiner Seite ist. Ich meine, das ist ja hier ein Segelboot. Es muss ja irgendwas mit dem Wind hier zu tun haben. Und soweit ich weiß, sind das hier solche Kriegsschiffe oder solche Schiffe mit Soldaten auf jeden Fall drauf. Da gibt es bestimmt auch, wenn ich jetzt mal hier scanne, einiges zu holen auf diesem Schiff. Okay,
Gab's jetzt irgendwie nicht, aber mal sehen. Das werden wir ja alles noch machen. Jetzt möchte ich erstmal hier die Hauptmission fertig machen und dann wird das alles hier schon seinen Lauf nehmen. So, da bin ich angelangt. Auf der anderen Seite vom Stausee. Ich denke mal, es ist nicht mal ein Stausee, es ist einfach nur eine Anbindung ans Meer. Sind wir auf jeden Fall angelangt auf der anderen Seite. Das wollte ich einfach nur sagen. Fertig. So, dann kann ich ja mein Pferd rufen. Das wird ja jederzeit, da ist es ja schon. Woher auch immer das kam. Ich sag's auch immer wieder, diese Pferde können einfach fliegen. Das ist hier rüber geflogen. Da bin ich mir fast 100%ig sicher. Anders kann ich mir das nicht erklären. Die Götter mir helfen. Ich komme zu dir, Aya. Genau, und Aya ist ja, soweit ich weiß, die Frau von ihm. Aber das werden wir ja jetzt wahrscheinlich alles näher erfahren. Oh, wo kommen die denn alle her? Die sind ja alle so in so einer geraden Linie gelaufen. Die bekamen alle gerade vom Psychologen, wie es mir schien. Oder von ich habe keine Ahnung, woher auch immer die kamen. Aber hier sieht's sehr schön aus. Anders als in Siva. Sind hier sogar gepflasterte Straßen. Das lässt sich doch wirklich sehen und blicken. Das ist doch schon ordentlich. Das ist daher wohl das Mindeste, was man erwarten kann. Ich meine, Siva war ja auch schon sehr schön, aber das. Hut ab dafür, dass die hier also gepflasterte Straßen haben. So, dann geht's mal hier. Die Treppen runter mit dem Pferd. Und wo ist jetzt das Ziel? Wo muss ich hin? Auf jeden Fall sind hier auch überall diese Leute ohne Texturen. Was soll denn die nur dieser Scheiß? Ey, ich hoffe echt, dieser Fehler. Ich kann es nur immer wieder sagen. Dieser Fehler muss einfach endlich behoben werden. Alle Schriften müssen in der großen Bibliothek kopiert werden. Die könnt ihr nicht haben. Zu den großen Werken von Archimedes, Plato, Sappho. Wie soll ich Aya zwischen all diesen Schriftrollen finden? Sind also hier so eine alte Bibliothek, wie es scheint. So sah das also damals aus. Alles klar. Oh, nee, ich glaube, hier ist nicht nochmal ein Eingang, wo man so schräg hätte durchgehen können. Aber hier oben ist sie dann endlich. Oder wer ist das? Dann interagiere ich mal damit. Let's go. Also gut. Serapis. Was jetzt? Wo ist Aya? Ah, Serapis. Ich verfasste einen tragikomischen pastoralen Epos über ihn. Ah. Du bist bei ihr, oder? Aya würde dich gerne sehen. Ist sie sicher? Beeilung, folge mir. Es tut mir leid, guter Mann, du scheinst betrunken zu sein. Die Bibliothek ist für ernsthafte Gelehrte. Sie hat sich versteckt. Wer bist du? Ah, du interessierst dich für homerische Verse, hm? Hier entlang. Ich bin Ayas Vetter, Phanos. Ah ja, Phanos. Schön, dich kennenzulernen. Erzähl mir, was mit Aya geschehen ist. Warum die Heimlichtuerei? Gennadios lässt seine Männer die Häuser durchsuchen. Oft zerren sie Menschen auf die Straße und foltern sie für Informationen. Typisch für das Regime, unter dem wir leben. Gennadios? Ein Monster. Der Phylakitai von Alexandria. Er verwüstet die Stadt, um sie zu finden. Wo ist sie jetzt? Ich habe einen sehr mächtigen Freund, Apollodoros. Du hast sicher von ihm gehört. Habe ich nicht. Na schön. Jedenfalls bot er Aya ein Versteck an, als sie hier Probleme bekam. Aber was ist geschehen? Du weichst mir aus. Ein Wirrwarr politischer Intrigen. Sie wird dir alles erklären, sei unbesorgt. Ja, und wo sich Aya befindet und wo er uns jetzt hier hinführt, das erfahren wir dann im nächsten Part. Ich beende jetzt diesen Part hier
Und ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ist ja jetzt nicht sehr viel passiert, leider. Trotzdem, wenn es euch gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Abonniert auch meinen Kanal, um keins meiner Videos mehr zu verpassen und natürlich, um mich zu unterstützen. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr bei meinem nächsten Video wieder einschaltet. Bis dahin und ciao!